Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon sogar, 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Nun hat auch der Bundesrat der Vorratsdatenspeicherung 2.0 zugestimmt. Bedeutet, der Bundespräsident muss nur noch unterschreiben, das Ganze wird veröffentlicht und zack, müssen die Kommunikationsanbieter wieder speichern. Natürlich haben die Gegner der Vorratsdatenspeicherung da direkt Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, Eilantrag, aber ich glaube nicht, dass das Ganze verhindert wird. Bedeutet, der ganze normale Klageweg wird wieder bestritten und in 1-2 Jahren wird dann das Bundesverfassungsgericht wieder hoffentlich das Ganze zu Fall bringen und vielleicht wird es diesmal endgültig ausreichen. Amazon Prime Music ist endlich auch in Deutschland gestartet. Das bedeutet, Amazon Prime Kunden, die ja 50 Euro im Jahr zahlen, bekommen einen weiteren Dienst dazu. Bei Prime Music handelt es sich um eine Musikstreaming-Flatrate, genauso wie Spotify, Deezer, Google Play Music All Access oder Apple Music, nur bei weitem nicht so umfangreich. Es gibt nur 1 Million Stücke und die sind dann auch nicht aktueller als 6 Monate. Aber für viele reicht das vielleicht aus. Und mal ganz ehrlich, wenn man sowieso schon Prime-Kunde ist, dann nimmt man das einfach auch noch mit. Und etwas anderes ist auch endlich hier bei uns in Deutschland verfügbar. Bei Google gibt es jetzt das neue Nexus 5X. Die Dinger können vorbestellt werden und sollen ab nächster Woche ausgeliefert werden. Los geht es in der 16 GB Version für 480 Euro und in der 32 GB Version dann für 530 Euro, also 50 Euro mehr. Bisher konnte man sich ja nur auf eine Warteliste lassen, die ist jetzt aber hinfällig geworden und jeder kann da einfach bestellen. Da fragen jetzt viele, was ist denn mit dem Huawei Nexus 6P Gerät? Wenn wir da jetzt die Erfahrung vom 5X zugrunde legen, müsste dieses Gerät dann so in den nächsten 2-4 Wochen bei uns aufschlagen. Und noch eine Smartphone-Meldung. Microsoft hat angekündigt, dass die neuen Lumia-Flaggschiffe, das 950 und das 950 XL, früher verfügbar sein werden. Ursprünglich hieß es ja Anfang Dezember, jetzt ist der 28. November der neue Starttermin. Und apropos Termine, nächste Woche geht es ja für viele Gamer da draußen so richtig los. Fallout 4 kommt am 10. in den Handel, zumindest offiziell. Es gibt ja schon viele Videos und Bilder da draußen von den ersten Packungen, die an die Händler ausgeliefert worden sind. Und auch die StarCraft-Fans freuen sich, denn das nächste Add-on für StarCraft 2 kommt auch am 10. November raus. Legacy of the Void. Endlich können wir die Protoss-Kampagne spielen und ich freue mich natürlich sehr darauf. Und wo wir gerade bei Blizzard sind, da gibt es auch noch einige neue Meldungen. Und zwar Overwatch, der neue Multiplayer-Shooter, kommt am 21. Juni nächsten Jahres in den Handel. Da freuen sich ja schon viele drauf, denn das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Und es gibt noch eine Meldung. Konsolenzocker können sich freuen, denn Overwatch wird auch für die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen. Anscheinend gucken aber Mac-Spieler in die Röhre. Overwatch wird voraussichtlich nicht für Macs erscheinen. Und es gibt noch einen Termin für ein neues Blizzard-Spiel bzw. Add-on. World of Warcraft-Fans freuen sich bereits. Ja, die gibt es immer noch. Das nächste WoW-Add-on erscheint am 21. September, auch nächsten Jahres. Wer jetzt vorbestellt, der bekommt einen kostenlosen Charakterboost auf Level 100, also wer wieder einsteigen will. Beziehungsweise, wenn das Add-on erst nächsten Jahr rauskommt, dann hat man ja noch ziemlich viel Zeit. Es wird eine neue Heldenklasse geben, ich glaube den Dämonenjäger. Und das Ganze nennt sich Legion oder Legion. Mein Film der Woche ist Jameson. Nein, da war ich noch nicht drin, das gibt es erst nächste Woche. Ich war in einem anderen Film mit einem männlichen Hauptdarsteller und zwar Er ist wieder da. Ich habe vor Jahren, als das Buch rausgekommen ist, dazu mal was gemacht und ich fand das Buch ziemlich gut. Den Film fand ich jetzt nur gut. Ich war knappe 120 Minuten lang, ich fühlte mich gut unterhalten. Bei vielen Stellen, da habe ich wirklich die Hände vor die Augen zusammengeschlagen und mir gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein, da musste ich mich echt zwingen hinzugucken. Das war aber weniger an der schauspielerischen Leistung, die war überall gut. Aber es war genügend Szenen, ob die jetzt real dargestellt worden sind oder bei einigen mit zusätzlichen Schauspielern unterstützt worden sind. Das spielt gar keine Rolle, aber ich bin natürlich dem ganzen Thema ein bisschen skeptisch gegenüber aufgeschlossen. Ich muss aber sagen, sie haben das Buch gut umgesetzt, wobei sie auch viele Aspekte anders dargestellt haben bzw. weggelassen haben. In Summe war meine Unterhaltungskurve im Kino die ganze Zeit auf hohem Niveau und ja, da kann man reingehen, aber man muss diesen Film absolut nicht im Kino gesehen haben. Es reicht, das Buch zu lesen oder auch das Hörbuch gehört zu haben und diesen Film dann irgendwann sich mal auszuleihen oder wenn er dann im Free-TV im Fernsehen kommt zu sehen. Und ein altes QWERTY-T-Shirt habe ich auch noch gefunden. Ich habe sehr tief unten im Schrank gesucht. Und nein, ich werde euch das jetzt nicht vorlesen. Ihr müsst es selber erkennen bzw. direkt mitsingen. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 208.
ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. 21. September auch nächsten Jahren. Ist klar, nächsten Jahres. Dieses Jahr geht ja gar nicht mehr. Verdammt.